die Montageanleitung für den GPS-Trackerhalter für die Phantom 3 Professional ist denkbar einfach. Hier an der Seite ist eine Verriegelung, die schnappt ein. Tracker einfach einlegen, Bügel nach unten drücken, der ist hier gebogen, somit stabilisiert sich das alles von selber und wackelt nicht, und dann hier ganz einfach zudrücken. Danach ist der GPS-Tracker komplett fest. Raus genauso, hier an der Seite den Schnapper bloß ein bisschen nach außen drücken, klack, geht er auf, fällt auch nicht gleich raus, und dann ganz einfach rausnehmen. Man kann auch mal fliegen, ohne dass man drin hat, da klappert nichts und da wackelt nichts. So, die Montage, denkbar einfach, und wir nehmen die Originalschrauben dafür her, die sind lang genug. Schließlich hängen wir hier keinen Panzer hin. So. Die Schrauben lege ich gleich in die Löcher. Mit Gefühl anziehen, darf schon ein bisschen Druck drauf, so ist es nicht, und dann ist es bombenfest. Daran kann ich die Phantom komplett hochheben, und wenn die das aussieht, dann hebt der Rest das auch aus. So, Verriegelung auf, Tracker rein, zumachen. Fertig. Hier an der Seite hier habe ich noch eine Öffnung für die Kontrollleuchte, damit man das Blinken auch sieht, wenn man eingebaut hat, muss man nicht ständig rausmachen, und somit ist der bombenfest.